Krillin, hatte ich dich schon mal als Meister? Ich glaube nicht, deswegen werde ich dir jetzt mal erstmal aufs Maul hauen, damit du mein Meister wirst. Hat der Mchu eigentlich gerade irgendwas gesagt zu dem, was wir abgeliefert haben? Ich glaube nicht. Ist das Tokitoki-Stadt? Schön und mysteriös. Hey, von dir hat Trunks gesprochen. Ich bin Krillin. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe von dir gehört. Wie oft wollt ihr mir das eigentlich noch sagen? Trunks hat mich gebeten, dich zu trainieren. Dann kannst du die Geschichte schützen. Die Kämpfe werden angeblich hart. Ach, wird schon. Ich helfe dir, wenn du willst. Du sollst aber keinen Schaden nehmen, also teste ich dich zuerst. Was willst du? Willst du es versuchen? Mal so eine basische Frage, Krillin. Ihr seid alle überrascht, wenn ich auftauche, und ihr seid alle überrascht, wenn ihr mich hier zum ersten Mal kennenlernt. Wo habt ihr mich denn jetzt zum ersten Mal kennengelernt? In der Vergangenheit oder hier in der Zukunft? Hä? Ja, scheiß auf Yamchu. Weiter mit Krillin. Mal gucken, wer noch so mein Meister wird. Beerus kann unser Meister werden. Da freue ich mich schon drauf. Von dem lerne ich gerne. Schlafen, fressen, schlafen, fressen. Perfekt. Katzenleben. Ich benutze gerne deine Seele, Krillin. So viel kann ich schon mal sagen. Hast du mich ernsthaft verletzt, du Penner? Energiekapsel, Superangriff, Ohrenkommando, okay, wenn du meinst. Brauche ich wahrscheinlich nicht. Die Shizu-Disk hätte ich aber gerne, die wäre bestimmt lustig. Wo ich nicht weiß, wie man die steuern sollte. Wahrscheinlich kann man das auch gar nicht. Puh, verloren, du hast Talent. Gut, du darfst mein Schüler sein. Ich werde dich gut trainieren. Diese neue Fähigkeit nennt sich Ohrenkombo. Eine gute Fähigkeit, versuch dein Bestes, sie zu meistern. Ich habe noch viele andere, aber meistere zuerst diese im Kampf. Trunks setzt große Hoffnung in dich, also viel Glück. Okay. Slowpoke. Okay, Slowpoke. Ist klar, Slowpoke. Ah, nee. Krillin also. Da würde ich jetzt fast wieder gerne auf Japanisch umschalten, weil der Typ klingt wie Ruffy. Und das wär's doch. Wenn Ruffy mich hier trainiert. Das ist das einzig Coole an Krillin. Er wird von der gleichen Sprecherin wie Ruffy synchronisiert. Im Original. Deswegen Krillin auch in Dragon Ball Super immer einen One Piece Klingelton hat, wenn sein Handy klingelt. Der kleine Gohan möchte was. Was möchtest du, kleiner Gohan? Hello, I'm Gohan. Freezer? Nein, verdammt, Freezer ist weiß, ich bin schwarz. Das ist jetzt nicht so schwer. Seid doch mal ein bisschen rassistisch, dann seht ihr da auch durch. Hast du eingesehen, bin ich nicht, ja? Okay. Bitte hilf, wenn du stark bist. Ist klar. Mein Name ist Ja, ich hab dir schon echt auf den Arsch versohlt. Ich verlasse bald den Sternenplaneten Namek mit einem Raumschiff. Freeze ist hinter uns her. Die Explosion wird uns noch erfassen. Du bist hier gerade im Zeitlimo gelandet, oder wie? Bitte halte Freeze auf. Nur wenn es weiter nichts ist. Freeze aufhalten. Scheiße. Das hätte ich nicht anwählen sollen. Ich hätte mal nachgucken sollen, was es da für Belohnungen gibt für... Verdammt! Dabei bin ich doch zum Shoppen hier in die Ecke gegangen. Und nicht, um schon wieder Freeze aufs Maul zu hauen. Allerdings, wenn ich so eine Freezer-Verwandlung mal dazu kriegen würde, das wäre geil. Besiege Freezer. Ich finde es sowieso cool, wenn ich mich verhandeln könnte, weil ich bin ja nun mal Freezer-Rasse. Oh ja, kann ich schon. Ich warte gerade nur auf etwas, nämlich auf das hier! So, Kleiner, jetzt bist du aber... Das war natürlich dumm, weil ich jetzt gleich die ganze Kaioken verbraucht habe. So, jetzt aber hier mal ernsthaft. Freeze aufs Maul hauen. Hat eben auch ganz gut funktioniert. Aber da war Son Goku noch dabei und hat ihn im Prinzip fertig gemacht. Das war natürlich ein bisschen doof. Weil ich bin. Deswegen. Na komm, Freezer, steh auf. Ernsthaft?
Okay, der macht mich fertig, eindeutig. Mal gucken, ob ich was dagegen machen kann. Ich glaube nicht, denn dazu müsste ich ihn treffen. Oh, oh, oh. Das tat weh, Freezerlein. You would have been the greatest in the universe, if only I wasn't around. Ah, how dare you! I will never lose! Ich hab eine Ausrüstung erhalten. Wow! Jetzt will ich aber auch gewinnen, damit ich die Ausrüstung kriege, Penner. Das hättest du mir nicht geben dürfen. Aber wo bist denn du? Bin ich das, ja? Scheiße! Jetzt nicht mehr, hoffe ich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen geschummelt, aber ist mir egal. Ich will den Kampf gewinnen, damit ich die Ausrüstung bekomme. Oh, zweimal Ausrüstung erhalten. Und Freezer ist nach unten geplumpst wie so ein fetter Stein. Finisher, Transformationsfinisher, harte Gegner, Kampf in Unterzahl. Not bad, not bad at all. Good work. Fast Level 30. Ich verliere doch nicht. Warum du? Die muss ich mir mal angucken, damit ich sehe, was das ist. Ist ja nicht, also wenn da steht, Ausrüstung bekommen, stelle ich mir vor, dass ich irgendeine coole Rüstung kriege. Nicht einfach nur irgend so ein Spruchding. Die Seelen finde ich dezent langweilig, weil die sind ja auch nie wirklich im Dings. Danke. Ist erstaunlich, wie schnell du Freezer besiegen konntest. Ja, aber habe ich doch gerade schon. Jetzt müssen wir nur noch das Raumschiff benutzen, um Namek zu verlassen. Ich schreibe dir einen Dankesbrief, wenn ich wieder auf der Erde bin. So ein Mist hat der Shichi eingebläut, ne? Dankesbriefe schreiben. Ich verliere doch nicht. Z-Seele von Freezer. Finale Form. Ausrüstung steigert Bewegungstempo bei sehr wenig TP und wird KI-Explosion ver... Ach, krass. Warum du Z-Seele von Super Saiyajin Son Goku? Wird aktiviert, wenn ein Feind K.O. schlägt. Ki wird vollständig aufgehangen. Das nehme ich. Gefällt mir. Was sagt denn der Fähigkeitenladen? Jetzt hier zehnfache Kaioken. Also die einfache Kaioken, ja, aber gut, die brauche ich jetzt erstmal nicht, ne? Weil ich habe ja schon die stärkere Version. Die werde ich mir später mal holen, so als Vollständigkeitsding. Das gibt ja auch ein Achievement dafür, wenn du alles hast. So, Kostümladen. Welcome. So, krass. Piccolo mit Umhang, ja, habe ich schon. Lord Slugs Kleidung. Oh, kann ich sogar anziehen. Aha. Das sind diese Trainingsdinger, die ich sowieso schon habe. Kann ich noch irgendwas anderes mir holen? Oder ist das alles nur... Mal Kostüm oben gucken. Nee, ist immer noch das Blabla-Zeug. Will ich Lord Slugs Anzug haben? 12.000, vier Teile, macht zusammen. Ja. Ich kauf's mal. Siehst du mal, ich kann jetzt Kampfanzug vom Ginyu-Kommando kaufen. Weiß einer, wie die aussehen? Wie sieht denn das Ginyu-Kommando aus? Haben die schon diese coolen Stiefel oder hatten die anderen Stiefel? Ich brauche einen vom Ginyu-Kommando. Wo sind die? Ah, wahrscheinlich da hinten irgendwo. Gibt's neues Zubehör? Piccolos Turban habe ich schon. Ja, den Scouter brauche ich nicht. So, Scouter lila und grün brauche ich auch nicht. Ja, irgendwie gibt's hier absolut nichts Interessantes. Schade eigentlich. Wobei mir gerade einfällt, ich wollte mir ja mal Slugs Kleidung ansehen, weil wohl zu kaufen, wenn man nicht gleich anziehen kann, den Kram. Sieht ein bisschen nicht so aus, als würde es meine Farbe sein.
Ja, ganz nett, aber nicht mein Stil. Was macht denn die Kleidung überhaupt? Auch nicht so viel, ich sehe schon. Also hier sind wir... Kampfanzug, Hände. Kann ich im Prinzip wieder die von Vegeta nehmen. Und obenrum, ja. Guck mal hier, der von Tails, der ist eigentlich auch noch ganz cool. Aber dann habe ich auf einmal einen zweiten Schwanz, was ein bisschen seltsam wirkt. Von daher lasse ich das einfach mal lieber. Bleib beim Mio-Anzug. So, das ist der Objektladen. Irgendwo hinten gab es noch einen Geschenkladen, aber ich wollte mir erstmal das Ginyu-Kommando angucken. Da hofft man, dass hier irgendwer von denen rumläuft. Wahrscheinlich Ginyu. Wenn nicht der, dann wird Gülle irgendwo rumrennen. Und zu Not ist Giuseppe. Ich habe noch gar keinen anderen Meister gesehen. Achso, ich habe mittendrin auch noch. Die könnten jetzt auf der anderen Seite sein. Obscuro. Mit dir sollte ich versuchen. Wir sehen so ähnlich aus, da kann wahrscheinlich nichts Schlechtes bei rauskommen. Wahrscheinlich wird es klein und schwarz und blau. Okay, Guldo ist auch weg. So viel zu, wir gucken uns mal die Schuhe des Ginyu-Kommandos in Weiß an. Was mich gerade noch so ein bisschen irritiert ist, dass hier kein weiterer Meister aufgetaucht ist. Der muss doch irgendwo sein, oder? Raumzeitzustellung. Ich könnte mal ein Geschenk senden. Was wählen wir denn da? Irgendwas, was ich doppelt habe. Gokus Muten Roshi, Gi. Ja, das hier kann ich nehmen. Davon habe ich drei. Nehme ich eins. So, Empfänger. Wen haben wir da? Mrs. Boo. Mrs. Boo habe ich vorhin kennengelernt. Die sah ganz lustig aus. Und da sende ich jetzt einfach mal so ein Gohans Dämonenschüchchen, damit er auch mal sieht, wie man Sachen versendet. Geschenk geschickt. Bisher habe ich noch nichts zurückbekommen, aber naja. Mal sehen. So, mittlerweile könnte ich theoretisch im Mischladen anfangen, irgendwie großartig noch Sachen zusammen zu mixen. Aber nee, du siehst auch irgendwie cool aus. Du hast zwar einen relativ rasierten Kopf. Nee, hast du nicht. Du hast eine Kurzhaarfrisur. Für uns Changelinge. Oder die Frieser-Rasse, wie es doch so schön heißt. Da hinten war der Kostümladen, Mist. Welcome. Welcome. Kaufen. Ja. Wir wollten zu Schüchen. Zu Ginyu-Kommando Weiß Handschuhe. Ich guck mir das mal an. Ja, sieht im Prinzip anders aus, aber ist nicht anders aus, aber ist stärker. Das sind jetzt die ganz weißen Schuhe.
Fels hat immer noch die hier. Die sehen aber irgendwie doof aus. Das Grün drin stört. So, jetzt bin ich downpowered erstmal. Bis ich später die Vegetto-Sachen finde. Ich könnte mir jetzt noch eine Hose aussuchen, die nicht ganz so krass ist. Das ist Lord Slugs Hose? Nee, Lila steht mir irgendwie nicht so, habe ich den Eindruck. Nein! Guck mal, das gleiche wie Lord Slugs Hose, da kann ich eigentlich auch den Anzug behalten. So, renne ich mal wieder ein bisschen so rum, bis mir da Alternativen zufliegen.